Mame mit Ghost of Tsushima weiter. Trotz alledem will ich jetzt auch nicht mehr so lang machen. Ich denke mal, eine Aufnahme machen wir noch. Knapp 40 Minuten oder so. Dann haben wir halb eins. Das reicht dicke für einen Freitag. Unschuldiger Reisender. Ermordet. Helfen wir ihren Mördern, ihnen über den Sand zu nachzufolgen. Wo kann ich herausfordern? Fuck. Huge wish wedge. Da. Hear you, huh? Mach, der ist gestorben. Tomoe war nicht hier. Keine Pause. Nur noch diese. Erreiche die Brücke an der Küste. Ah, wir müssen die. Ah, ja, ja, okay, okay. Jetzt. Oh, ich bin so. Unschuldigen Opfer. Tomoe hat alle Brücken abgebrochen. Ihr Volk hintergangen. Sie verriet uns, weil die Mongolen ihr Macht bieten. Reichtum, Ansehen. All das war ihrem Stand verwehrt. Tomoe wusste, dass sie mehr verdient hatte als ihr Geburtsrecht. Er zeigt zu viel Mitgefühl. Mitgefühl ist hilfreich. Selbst für einen Krieger. Wer hat euch das gesagt? Sun Tzu? Mein Onkel. Und er hat das nicht gesagt, sondern vorgelebt. Gnade schafft eine Schuld. Euer Onkel zeigt jenen Gnade, die keine Gefahr darstellten. Kein Risiko. Naja, ist jetzt nicht verkehrt. Gnade zu zeigen. Denn wie kann ich Gnade erwarten, wenn ich keine Gnade zeige? Ein sehr interessantes Stück. Ganz neu. Bogen aussehen? Nee, brauche ich nicht. Leb wohl. Geht unter den Schutz der Karte. Da ist die Brücke. Frage ist nur. Also grafisch ist das Spiel eine Augenweide. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Hinterhalt! Wo? Schlucki! Wo ist noch einer? Wie komme ich da? Ah, da. Gut. Seid ihr noch da? Wer ist denn alles noch da? Mal ganz kurz Hallo schreiben. Also beim Klettern ist er ein bisschen schwerfällig. Ja. Sieh
Siebziger Birk, der kommt zum Templer. Justin ist noch da, treueste Seele hier ever. Was? Ich habe keine Pfeile mehr? Fuck. War das mongolisch für Alek mir am Arsch oder was? Ein Schlangennest ist noch übrig. Kommt! Wie wurde Tomoe eure Schülerin? Sie tauchte mit dem armseligen Bogen ihres Vaters im Dojo auf und wollte nicht mehr gehen. Ihr habt sie nicht abgewiesen. Ich wollte. Doch sie bohrte einen Pfeil nach dem anderen in meine Ziele. So ein Talent hatte ich noch nie gesehen. Sie war sicher ausgebildet. Ihre Haltung war falsch. Völlig nutzlos in einem echten Kampf. Doch sie hatte keine Angst, ihr Ziel zu verfehlen. Sie zögerte niemals. Der Geist einer Kriegerin. Nein. Einer Mörderin. Das erkannte ich erst viel zu spät. Ja, ich glaube, ich sollte nicht die ganze Zeit so viel rennen. Der alte Mann gerät ins Schwitzen. Meter. Das ist okay. Ich bin mal gespannt, wie groß das generell wird. Ob das größer als God of War wird? Was meinst du, Justin? Wahrscheinlich keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich genauso viel. Wissen wie ich. Ich bin auch ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Der hat gesessen. Nein, ich habe keine Pfeile mehr. So eine gute Idee, Ishikawa. Du kennst den Namen Ishikawa? Ja, ich habe eine Botschaft. Sprich. Sensei, das ganze Hiyoshi-Hallbad wird um Gnade winseln. Wie die Opfer von Hironori Nagao. Genug! Töte oder beobachte weitere Anführer, um Windkampfhaltung freizuschalten. Oh, Wind. Könnte besser was als Wasser sein? Hironori Nagao. Der verheimlicht uns nicht gegen Banditen? Das ist Jahrzehnte her. Er galt als großer Bogenschütze. Hat er bei euch gelernt? Nein. Tomoe verbreitet Lügen. Ein Körnchen Wahrheit liegt darin. Sie will Zweifel zwischen uns säen. Nur wir stehen zwischen dem Hiyoshi-Heilbad und einem Blutbad. Dann stehen wir zusammen. Wir planen den Schutz der Stadt in meinem Dojo. Trefft mich dort und seid kampfbereit. Ich traue dem nicht ganz. Ja, braver Sora. Ne. Ich traue dem wirklich nicht ganz. Er hat irgendwas zu verbergen. Ich würde die Geschichte gerne weiter durchpetzen.
Ich mache hier mal weiter. Ausrüstung. Ich habe doch eben einen Talisman bekommen, oder? Zweimal. Okay. Ich habe so das Gefühl. Wollen wir Sora mitnehmen? Nehmen wir mal mit. Die gute. Also ich sag ganz ehrlich, ich traue dem Mann nicht. Als der Anführer da was sagen wollte, hat er ihn sofort, ohne zu zögern, erschossen. Und da muss ich sagen, das gefällt mir nicht. Das war nicht fair. Oh, mongolisches Gebiet. Wen herausfordern? Wie, das hat nichts gebracht. Oh nein. Das ist schade. Tut mir leid. Ich dachte, ich könnte da irgendwie was sammeln oder so. Aber scheinbar nicht. Das ist eine Wache am Tor. Das macht keinen Sinn. Noch ein bisschen näher. Will den Eulen nicht herausfordern? Ich liebe diesen Kampfstil einfach. Also sagen und tun, was du willst. Na komm her. Ich weiß nicht, ob der alarmiert ist oder ob der noch sucht. Fuck, ich habe keine Pfeile mehr. Das war nicht so optimal. Stahlpunai. Ja. Und auf der einen Seite ist Pfeil und Bogen natürlich geil. Der Mund bei Stadler. Der Judge. Da ist er, der kleine Mann. Na komm. Gut, gut, gut. Marco. Hallo.
Der Mund bei Starla. Fuck! Ja! Da war ich wohl ein wenig kopflos. Wie, ich habe nur zwei Pfeile. Aber warum hab ich... Na komm her. Mehr. Warum sind da so viele? Hat er mich gefunden? Was? Herz 8? Was ist denn Herz 8? Das ist ein Pferd oder was hat er jetzt? Fuck. Ich glaube, die sind zu stark für mich. Lass mal hier weg. Na gut, Eisen bringt mir halt nichts, ne? Hat er mich gesehen? Hoffe nicht. Wollinge! Bam! Lutsch meine Eier, du Noob! Dojo!
Next one. Pfeile, 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 Pfeile hab ich jetzt. Pfeile, 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 die brauche ich auch schnell jetzt. Yay. Habe ich hier? Was habe ich denn hier? Ein Vieh weniger. Gut. Gibt es doch bestimmt noch irgendwelche Lümmel. Pfeile! Yay! Wie nur 4? Das ist lame. Hallo Windspiel. Typen sich hier keine mehr. Zirpende Grillen. Das ist okay. Nehmen wir mit. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als so eine Grille. Eisen, ja. Ich glaube, das sind gar nicht mal so schlechte Rohstoffe hier. Ich dachte erst, es wäre relativ selten, aber dafür, dass es jetzt hier so häufig rumliegt, bin ich mir da selbst nicht so ganz sicher. Was war's? Ja, schon in diese Richtung. Ich hoffe, ich sterbe nicht, wenn ich hier runterfalle. Autsch. Ja. Das war jetzt nicht so optimal. Hallo, gelber Vogel. Ich soll ihm doch folgen, oder nicht? Führt er mich zum Ziel, oder wohin führt er mich? Pfeile mehr. Fuck. Fuck. Mein Herr. Ja, ich bin doch schon dabei. Lass mal ein paar Pfeile sammeln, dann kümmere ich mich um die. Das lief so gut. Das lief so gut. Ich habe keine Pfeile, aber ich glaube, die Gegner bleiben tot, ne? Nö. So als Strafe. Yo.
still. Wir schauen ihm in die Augen. Mit Mut. Ups. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Vergib mir, Onkel. Meine Samurai unwürdig. Also ich will mich jetzt nicht beschweren. Ich brauch Pfeile! Und Ruhe, Lappen. Ja, du triffst natürlich, ne? Das kann ich auch, Arschloch. Die Frage ist, kann ich schwimmen? Ja, kann ich. Okay. Weiß ja nie bei dem Spiel. Ich habe unseren Onkel enttäuscht. Wo gibt's denn hier noch ein paar Lümmel? Das waren dann alle. Ja. Einfach hoch. Schaffst du das? Nee, schaffst du natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Er will zwar nichts sagen, aber Aloy hat's geschafft. Hallo? Was war das? Warum tut ihr das? Warum nicht? Sie schießen nicht mehr. Es ist vorbei. Geh zu deiner Familie. Hab Dank, mein Herr. Die Brücke ist sicher. Aloy cheatet auch mit dem Teil am Ohr. Nee, ich meine, bei Aloy würde aber beim Klettern besser sein. Das ist was anderes, also flinker. Die Mongolen sind fort. Haben sie geschrien? Kümmert euch nicht um ihr Leid. Bringt eure Familie zum Miyoshi-Heilbad. Die Straßen sind gefährlich. Jawohl. Danke. Ja, doch. Controller hält noch ein bisschen. So. Traum auf das Leben, der junge Mann. Das kannst du doch echt nicht bringen. Unbeugsamkeit. Ich will zwar jetzt nichts sagen, aber...
Auf der Karte anzeigen? Ja, aber so weit will ich jetzt nicht reisen. Ich will erstmal gucken, dass ich hier in der Nähe alles so ein bisschen einigermaßen hinkriege. Abgeschlossen. So Stück für Stück. Das war's. Fort Nakayama. Ist noch nicht abgeschlossen? Okay. Hm. Mit dem Teil am Ohr, sagt er. Die Aloy cheatet mit dem Teil am Ohr. Das ist ein Fokus. Ich nehme sie nicht übel, Justin. Alles gut. Darf ich mich um euren Bogen kümmern, Herr? Nichts. Natürlich. Schlägt einen perfekten Schuss. Euch fehlen die benötigten Materialien. Nein! Tut mir leid. Dann werde ich sammeln. Es ist mir eine Ehre. So, was haben wir hier? Mein Herr, etwas von euren Jagdzügen anzubieten? Schnellfeuerwaffen, Kunai. Nee, brauche ich nicht. Ich weiß nicht, was ich brauche. Was ich brauche von dem. Ich freue mich schon auf Kunde von euren Siegen. Habt ihr die Vögel gesehen, Fürst Sakai? Welche Vögel sucht ihr denn? Die Goldenen. Ihr Gesang erinnert einen an friedlichere Zeiten. Ah, die hat meine Mutter auch geliebt. Sie sagte immer, sie kennen unsere Insel besser als sonst eine Kreatur. Das glaube ich, mein Herr. Wäre es nicht so gefährlich, würde ich einem folgen. Sehen, wohin der goldene Vogel mich führt. Vielleicht mache ich das. Doch ihr solltet warten, bis unsere Heimat wieder sicher ist. Werde ich, Fürst Sakai. Danke. Ich wäre euch gern zu Diensten. Ja, ich brauche deinen Dienst gerade nicht. Kann ich wirklich nur 7 Pfeile aufnehmen? Vor allem, wo kann ich denn das sehen? Das wäre mal interessant. Ausrüstung, Waffen, Munition. Ah, doch, hier, 7 von 8. Okay. Okay, gut. Kann ich da nicht einfach schnell reisen? Ich will da jetzt so nicht hoch. Oh. Hier will ich nochmal mit jemandem quatschen. Ist noch was zu sagen? Sucht ihr ebenfalls nach Shigenoris Himmelsschlag, mein Herr? Hm. Ja, gute Frau. Diese Technik ist nur ein Mythos. Der Musikant Yamato aus dem Mythos ist echt. Überrascht mich nicht. Seine Geschichten werden mit Begeisterung erzählt. Ich hörte an Komatsus Schmiede davon. Wenn er so mächtig ist, wie man behauptet, begegnet ihr dieser Technik hoffentlich nie im Kampf. Na dann. Ist genauso gut, als würdest du sagen, mein Furz, der stinkt so sehr, dem möchtest du nicht begegnen. Alle Leute erzählen davon, dass mein Furz, sobald sie ihn riechen, sterben. Da denke ich mir so, ja, aber wenn alle sterben, die meinen Furz riechen, wie können sie davon berichten? So als Beispiel. Aber warum hilft er uns nicht? Wenn der und seine Technik so mächtig sind. Also er ist immer noch besser in Klettern als ich, aber in Zero Dawn war die Aloy schneller. Und da hatte sie nichts mit. Das hatte. Da hat der Fokus hier keine. Warum kann ich hier keine Pfeile nehmen? Nur so einmal Ressourcen. Sakai. Was ist denn los, alter Mann? Der Weg des Bogens.
Den hat man doch erlogen, den Weg vom Bogen. Der hat dich betrogen. Wir dürfen Tomoes geplanten Angriff auf das Yoshi-Halbad nicht ignorieren. Warum ist sie von der Stadt denn so besessen? Ich wurde dort geboren. Die Zerstörung beweist ihren Wert für die Mongolen. Und erniedrigt mich. Doch das Gebiet ist von Vorteil für uns. Zwei fähige Schützen können Hunderte aufhalten. Oder wir lassen die Mongolen gewähren. Tomoe erringt einen Sieg und wird unvorsichtig. Dann schlagen wir zu. Das Yoshi-Halbad als Opfer für Tomoe? Das Opfer ist es wert! Tomoe würde zustimmen, Sensei. Gut, Sakai. Sie greift von Norden an. Wir sollten uns darauf fokussieren. Nach geeigneten Anhöhen suchen, Pfeile platzieren und... Leise! Hört ihr das? Ein Pfeil, ein Tod. Ich hatte bereits mit Tomoes neuen Freunden gerechnet. Ich habe eher das Gefühl, dass der Penner Dreck am Stecken hat und wir jetzt ihm den Arsch retten. Wenn sie uns töten wollte, hätte sie mehr Männer geschickt. Sie wollte uns nicht töten, sondern aufhalten. Das Yoshi-Halbad, der Angriff beginnt. So, Kunai, Vorräte, Zeug, Stuff. Ja, ich weiß, dass wir da lang müssen. Aber ich weiß nicht, ob ich dem Penner helfen will. Irgendwie, ich weiß nicht. Mag sein, dass der Ishikawa... Versprecht mir, weiter Tomoe zu jagen, wenn ich heute falle. Mir geht es um die Mongolen, nicht um sie. Mir geht es um mehr als Macht und Territorium, Sakai. Tomoe kämpft gegen alles, was einen Samurai ausmacht. Was sie tut, hat mit mir nichts zu tun. Ich erfülle meine Pflicht als Krieger. Sie weiß, dass ihr mein Schüler seid. Euer Tod zerstört mein Vermächtnis. Euer Weg des Bogens überlebt mit mir. Wo schlägt Tomoe zu? Hinten in der Stadt, beim Wasserfall. Ich glaube, die hat es nur auf den abgesehen, weil er ihr irgendwas... Bevor die Mongolen ankommen, können wir uns vorbereiten. Das wird nicht leicht. ...angetan hat. Ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, dass der alte Mann irgendwas verheimlichen will. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Könnt mir gerne zu oder zustimmen oder deklarieren oder sagen, ja, nö. Ihr beiden, hierher. Was ist, meine Herren? Die Mongolen marschieren zum Yoshi-Halbad. Versammelt alle beim Gasthaus und lasst euch nicht sehen. Wir kümmern uns um sie. Ja, meine Herren. Ich würde zwar jetzt nicht sagen, dass wir hier die Damen hin und her scheuchen und befehlen, das gefällt mir nicht so wirklich. Man könnte wenigstens bitte sagen, aber erstens, in dieser Zeit ist das so. Zweitens... Uns bleibt nicht viel Zeit. Was können wir zu unserem Vorteil nutzen? Was denn? Wir haben keine große Wahl. Nutzen wir das, was wir haben. Diese Fässer könnten Schaden anrichten. Aber wenn ich mal bedenke, dass sie die schützen wollen... Lock die Mongolen dorthin. Wir sorgen dafür, dass ihr Brandpfeile habt. Hornissennester. Sehr gute Ablenkung.
Nehmt diese Brandpfeile und verbrennt euch nicht daran. Oder mich. Brandpfeile! Yay! Dann bleibt mir aus dem Weg, Sensei. Bereit machen. Die Mongolen sind bald hier. Sie nähern sich. Gut. Dann werden wir ihnen den Weg des Bogens zeigen. Sie kommen den Berg hinunter. Greift an! Ein Pfeil, ein Tod, Sensei. Ja, nicht schlecht, Sakai. Ich bin bereit für mehr. Sie ebenfalls. Dort auf der Hauptstraße. Ich erledige sie. Es ist jetzt so einfach, weil das wirklich so eine Zielübung ist. Hin. Ah, da ist er ja. Keine Spur von Tomoe. Da sind noch mehr. Helft ihn über den Sanzu. Ihr habt doch. Was zum? So, bin ich zu blöd? Das waren dann alle. Es ist vorbei. Fuck! Fürs Erste. Ich hab aufs Maul gekriegt. Das war keine Glanzleistung. Ja, ich soll auch mit dir sprechen. Dann mach's Maul auf. Da ist sie ja. Das ist Tomoe. Sie verbrennt das Nagao-Banner. Jetzt haben wir sie. Bis wir dort sind, wird sie längst weg sein. Sie ist feige. Nein. Sie verhöhnt mich. Sie weiß, wer mein letzter Schüler vor ihr war. Hironori Nagao. Ihr sagte doch, das war er nicht. Was denn nun? Sag doch, der hat irgendwas zu verheimlichen, der alte Glatzkopf. Ich war jung, hochmütig, gefühllos. Hironori nahm mich zum Vorbild. Er führte Rebellen gegen den Clan und verlor. Doch erst tötete er Fürst Nagaos beste Männer. Ja, ich mir gedacht. Hironori starb nicht im Kampf mit Banditen. Die Geschichte sollte Nagaos Vermächtnis schützen. Nein, es war nicht mehr zu retten. Als sein Lehrer war ich nicht mehr vertrauenswürdig. Man war so gnädig, mich zurücktreten zu lassen. Ich redete mir ein, der Weg des Bogens müsse bewahrt werden. Die Wahrheit ist, ich bin ein Feigling und hätte es längst beenden müssen. All das habt ihr Tomoe erzählt.
Sie sollte bloß verstehen, was es mir bedeutete, wieder zu lehren. Und wie alles andere wandte sie es gegen mich. Ihr könnt Nagao nicht reinwaschen und Tomoe nicht ändern. Doch heute habt ihr die Menschen von Iyoshi gerettet. Mit meinem neuen Schüler. Ich brauche euch bei Bokaneda. Mein Bogen gehört euch. Tomoe ist noch nicht fertig. Wir müssen sie weiterjagen. Werden wir, Sensei. Gut. Wunderbar. Dann würde ich generell so einen Stoppi machen. Erstens für die Twitch-Zuschauer, danke fürs Reinschalten. War eine coole Unterhaltung, etc. etc. Und für die YouTuber, schön, dass ihr den Part mit reingeguckt habt, auch wenn die jetzt mal ein bisschen länger werden. Aber why not? Ich würde sagen, es schickt. Es ist jetzt Freitag, nee, Samstag, 12:30 nachts. Ich komme ein bisschen runter, werde noch ein bisschen die Switch anmachen, vielleicht noch ein bisschen Hyrule Warriors spielen. Und solche Sachen. Also von daher, ja, macht's gut. Haltet die Ohren steif. Bleibt sauber. Ich werde sie noch speichern. Kurzbogenfalke. Farbe. Stürmender Bogen. Ja, es wird Zeit. Macht's gut. Bleibt sauber. Euer Gravalna. Tschüss.